wie vor 6, 5 Jahren du begonnen hast, da haben wir gedacht, na, du nimmst da viel vor. Aber du hast dir nicht nur viel vorgenommen, sondern du hast auch sehr, sehr viel umgesetzt. Und dazu möchte ich dir sehr, sehr herzlich gratulieren, weil in kurzer Zeit du sehr, sehr erfolgreich gewesen bist. Und ich kenne wenige Menschen, die so durchschlagskräftig, so voller neuer Ideen sind, so voller Kraft sind und so eine hohe Motivation haben, Dinge umzusetzen. Und wie man gedacht habe, wie du jetzt gesagt hast, wie du dir gedacht hast, was du vor 10 Jahren für die Zukunft dir vorgenommen hast, ich überlege mir, wo du in 10 Jahren stehen wirst. Und ich fürchte, dass du nicht mehr dastehen wirst, sondern dass du mindestens 10 Standorte haben wirst. Aber ich hoffe, dass du uns in Burgersdorf treu bleiben wirst. Ich möchte dir sehr, sehr herzlich gratulieren auch, dass dir das alles gelingt zu managen. Den Beruf, den Ehemann, die Familie, das Kind, das ist alles sehr, sehr schwierig. Und bei dir stimmt halt der traditionelle Spruch, hinter einer erfolgreichen Frau steht ein erfolgreicher Mann. Und, ihr seid beide... ein großartiges Team und ich hoffe, dass das noch viele Jahre anhalten wird. Ich persönlich habe vom Leben auch einige Wünsche noch. 2 Wünsche hoffe ich, dass in Erfüllung gehen. Der erste Wunsch ist, dass meine Frau sich nie von mir scheiden lassen wird. Aber falls sie das wirklich machen möchte, dann hoffe ich nicht, dass du ihre Rechtsanwälte bist. Weil dann bin ich der erste obdachlose Bürgermeister. Ich will damit nicht sagen, dass du eine böse Frau bist, aber ich will damit sagen, dass ich nie gegen dich als Rechtsanwältin antreten möchte, weil ich genau weiß, dass ich sicher verlieren würde. Und ich wünsche dir einfach weiterhin die Kraft, ich wünsche dir weiterhin, dass du so erfolgreich bist und wir alle sind sehr stolz, dass wir dich in Burgersdorf haben. Viel, viel Glück für die Zukunft. Ja.